Moin Leute, heute machen wir einmal alle Steinkreise von Park Fernando. Und dabei bekommt man auch diese schöne Waffe kostenlos, die Rangemaster Championship. Viel Spaß mit dem Video. Wenn ihr noch weitere Infos zu The Hunter braucht, könnt ihr auch auf espis.de nachschauen. Da findet ihr alle Trinkzeiten, Fresszeiten und so weiter. Fangen wir direkt an mit dem ersten Steinkreis. Dieser befindet sich bei der Startlodge bei den Koordinaten 85057762. Das Ziel befindet sich in der Blickrichtung Südosten. Dort muss man einfach langsam hinter den Schießstand laufen und dort müsste man das Ziel dann auch sehen. Das Ziel befindet sich auf dem Schießstand, auf dem kleinen Häuschen. Wenn man keine Munition verschießen will, kann man auch die Ranger TMG Munition nehmen. Die ist kostenlos und dann verschwendet man auch kein Geld. So, kommen wir zu Steinkreis Nummer 2. Dieser befindet sich auch ungefähr bei der Startlodge dahinter. Bei den Koordinaten 84137780. Und man blickt in den Norden. Der Steinkreis befindet sich an einem Baum hinter der Lodge, wie man da gerade sieht. Da muss man links in den Steinkreis gehen und da kann man dann auf den Steinen das Ziel erkennen. Am besten geht ihr ganz an den Rand. Kommen wir zum Steinkreis Nummer 3. Der befindet sich an einem großen See. Und das See befindet sich an einem Angelsteg. Also die Koordinaten sind 8858 8296. Und das Ziel befindet sich in der Blickrichtung Süden. Da war ich erst beim Häuschen, dann bin ich weiter gelaufen nach Norden. Der Steinkreis befindet sich auch direkt am Wasser. Und das Ziel befindet sich genau dort beim Steg. Das ist auch eigentlich ganz leicht zu treffen. So, kommen wir zu Steinkreis Nummer 4. Der befindet sich in der Nähe des Startlots über dem großen See. Er ist bei den Koordinaten 7135 7477. Blickrichtung ist Ost-Südosten. Dort muss man ganz an den Rand gehen und sich dann am besten noch hinlegen oder hinhocken, damit man das Ziel dann noch sieht.
Das Ziel wird im Moment von dem Ast verdeckt. Jetzt kann man es richtig sehen. So, kommen wir zu Steinkreis Nummer 5. Dieser befindet sich in der Höhle. Die Koordinaten sind 6137 5464. Blickrichtung ist Süden. Am besten wendet ihr den gleichen Trick an wie ich, dann braucht ihr ja nicht rumlaufen. Wenn ihr ein bisschen Geld über habt, kostet nur 130 oder so. Und dann, wenn ihr Schaden bekommt, dann das Medipack einsetzen. Dann sterbt ihr nicht. Aber da muss man ein bisschen in die Höhle reingehen. Aber den Steinkreis müsst ihr dann auch schnell sehen. Da ist er schon. Das Ziel befindet sich einfach oben an der Höhlendecke. So, jetzt kommt Steinkreis Nummer 6. Er befindet sich am Wasser. Und dort muss man einen 400 Meter Schuss machen. Die Koordinaten sind 6174 9955 und man blickt in die Richtung Südwesten. Da muss man aufpassen, da sind auch viele Büffel in der Gegend, wie man gerade gesehen hat. Die rennen einen auch gerne um. Und ich empfehle euch, überall mit Quad hinzufahren, weil das geht am schnellsten. Zu Fuß dauert das alles ewig. Da bin ich erst ein bisschen rumgeirrt. Dort muss man einfach weiterlaufen, dann sieht man den Steinkreis. Da ist er schon. Und da hinten befindet sich das Ziel am großen Fels. Nehmt ihr am besten das dicke Visier, damit geht's am besten. So, kommen wir jetzt zu Steinkreis Nummer 7. Dieser befindet sich, oder das Ziel befindet sich auf einer Brücke. Bei den Koordinaten 7066 670 90 und die Blickrichtung ist Ost-Südosten. Hier kann man eigentlich auch ganz gut treffen. Wieder hinlegen, das dicke Visier drauf, dann passt das schon.
rausgebracht, man kann ziehen. So, jetzt kommen wir zu Steinkreis Nummer 8. Dieser befindet sich bei den Koordinaten 5, 9, 9, 2, 6, 3, 8, 1. Im Südwesten befindet sich das Ziel. Dort muss man erst ein bisschen durch den Wald fahren. Und dann auf der freien Fläche befindet sich der Steinkreis. Und das Ziel befindet sich dann an der gegenüberliegenden Klippenwand. Oder nicht an der Klippenwand, sondern oben drauf. So, kommen wir zu Steinkreis Nummer 9. Dieser befindet sich bei den Koordinaten 7, 6, 1, 1, 5, 9, 5, 4. Und das Ziel befindet sich in der Richtung West-Südwesten. Er befindet sich im Toten Wald. Zwischen ein paar Bäumen. Muss man ein bisschen im Steinkreis hin und her gehen. Am besten immer in die Hocke gehen. Und dort befindet sich das Ziel dann auch. So, kommen wir zu Steinkreis Nummer 10. Dieser befindet sich bei den Koordinaten 8, 0, 8, 7, 8, 7, 6, 8 und die Blickrichtung ist Süden. Dort muss man erst ein bisschen durch so Felder fahren. Am besten nimmt man den Weg und Quad, das geht am besten. Und da ist auch schon die gelbe Brücke. Da befindet sich das Ziel einfach drunter. Ist eigentlich auch ganz leicht zu treffen. So, kommen wir zu Steinkreis Nummer 11. Dieser befindet sich bei den Koordinaten 10, 2, 6, 7, 9, 2, 6, 5 und die Blickrichtung ist Norden. Da muss man etwas in den Wald reingehen, aber mit den Koordinaten findet man den eigentlich auch recht gut. Da muss man da zwischen zwei Ästen durchschießen. Und ja, das geht auch mit der Hitbox. Und das Ziel befindet sich dann an der Höhlendecke am Eingang.
Da ist das Ziel. So, kommen wir zu Steinkreis Nummer 12. Der befindet sich bei den Koordinaten 9515, 9555. Blickrichtung ist Südwesten. Da muss man wieder durch den Wald fahren, dann kommt da auch noch so ein großes Feld. Das Ziel ist unter einem Tarnzelt. Da war ich erst verwirrt, gehört das jetzt dazu oder gehört das nicht dazu? Das kann man aber nicht auch ganz gut treffen auf 19 Meter. So, kommen wir jetzt zu Steinkreis Nummer 13. Dieser befindet sich bei den Koordinaten 6173 5801. Blickrichtung ist Osten. Da muss man einen kleinen Hügel hoch oder Berg und bis an die Spitze rangehen und da befindet sich ja auch der Steinkreis. Und dann am gegenüberliegenden Klippe, an der gegenüberliegenden Klippe, befindet sich dann das Ziel auf ungefähr 400 Meter. So, jetzt kommt Steinkreis Nummer 14. Dieser befindet sich ganz am Rand der Map bei den Koordinaten 7526 4500. Blickrichtung ist West-Nordwesten. Oben an der Küste befindet er sich. Da bin ich jetzt ein bisschen schwimmen gegangen. Aber das Ziel befindet sich im Wasser oder auf dem Wasser. Und der Steinkreis befindet sich an Land. Wird auch ein bisschen mit dem Fernglas abglasen. Da müsste man den auch recht schnell sehen. Und hier wollte ich auch noch anmerken, die Reihenfolge ist egal, wie man die Steinkreise macht. Ich bin jetzt durcheinander gefahren. Ihr könnt euch die natürlich, zum Beispiel, es waren jetzt ziemlich viele in der Mitte der Map und die könnt ihr auch hintereinander abfahren, wenn ihr nicht so viel reisen wollt oder nicht so viele Hütten habt. So, kommen wir zum letzten Steinkreis, der Nummer 15. Der letzte Steinkreis befindet sich bei den Koordinaten 6422 7427. Blickrichtung ist diesmal West-Südwesten. Und ihr müsst vorher auch keine Mission machen, bevor ihr die Steinkreise machen könnt. Die könnt ihr einfach so loslegen. Ich habe da auch noch kaum Mission gemacht auf Fernando. Und das war mal knapp. Da bin ich ganz sicher, jetzt habe ich außen rumgelaufen. Vor lauter Steinen sieht man den Steinkreis kaum. Deswegen war ich ein bisschen verwirrt, wo ich plötzlich drin stand. Das Ziel ist auch ganz leicht zu treffen und ist auch cool, da hochzuschießen. Und dann habt ihr alle 15 Steinkreise abgeschlossen. Dann könnt ihr in den Shop gehen und euch die Waffe kaufen und natürlich die dazugehörige Munition. Die kostet ein bisschen, aber die Waffe macht richtig Spaß. Ich zeige dir das auch noch, mach dazu auch noch ein Video.
So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich mega über eine Bewertung und Abo freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.